Und weil der Mensch ein Mensch ist, drum braucht er was zu essen, bitte sehr. Es macht ihn ein Geschwätz nicht satt, das schafft kein Essen her. Mein Name ist Timothy Grossmann, ich bin Geschäftsführer des Babylon. Als man mich fragte, ob der 14.12. in Babylon frei wäre, ohne mitzuteilen, was man hier eigentlich vorhat, ließ das nichts Gutes ahnen. Als man mir mitteilte, dass Ken Jebsen den alternativen Karlspreis bekommen soll, dachte ich an den streitbaren Journalisten von KenFM. Ich habe nichts gegen streitbare Friedensaktivisten in Babylon. Die letzte Version des Flyers bestätigte ich, ohne mich weiter über die geladenen Gäste der Veranstaltung zu informieren. Genau einen Tag später begannen die Telefone zu klingeln. Angeregt durch Äußerungen von Kultursenator Klaus Lederer begann ich zu recherchieren. Bei Herrn Gilead Atzmon, er will heute nur Musik spielen, wurde ich als erstes fündig. Seine Ausführungen, die Protokolle der Weisen von Zion, werden gerade neu geschrieben, lassen an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig. Herr Gilead Atzmon, meiner Meinung nach sind Sie ein Rassist und bekommen von mir heute Hausverbot. Später hörte ich den 60-minütigen Beitrag von Ken Jebsen, Stop Israeli Terrorism oder Zionismus ist Rassismus. Herr Jebsen, fast alle Tabus zum Holocaust, Sie haben diese gebrochen. Nur die Opfer der Gewalt im Nahen Osten, die sind so gut wie nicht in diesem Beitrag präsent. Dass Sie die ethnische Herkunft von Menschen mit deren politischer Meinung kurz schließen, macht auch Sie meiner Meinung nach zum Rassisten. Ich finde das eindeutig. Ich interessiere mich null für Ihren familiären Hintergrund. Wenn ich diese Veranstaltung, die hier jetzt stattfindet, das ist ab, unsere Veranstaltung. Ab, wenn ich diese Veranstaltung. Ich bin ja gleich fertig. Ich bin ja gleich fertig. Ich habe noch drei Sätze, dann bin ich fertig. Wenn ich diese Veranstaltung, die hier jetzt stattfindet, abgesagt habe, dann war das ein Akt von zivilem Ungehorsam. Es ist meine Programmhoheit in diesem Haus. Hier habe ich Hausrecht. Niemand, auch nicht der Lederer, hat Ihnen verboten, etwas auf KenFM oder vor diesem Haus zu sagen. Deshalb finde ich, geht diese ganze aufgeregte Diskussion über Zensur und Rosa Luxemburg ins Leere. Sie haben freie Meinungsäußerung, nur nicht unbedingt hier. Die alleinige Frage ist, soll das Babylon für Personen wie Ihnen als Bühne dienen? Ein Haus, in dem sich vor nicht einmal 80 Jahren Menschen wegen ihrer Herkunft verstecken mussten? In Zukunft ganz sicher nicht. Vielen Dank. Rummel links, zwei, drei, wo dein Platz Genosse ist. Reih dich ein in die Arbeitereinheitsfront, weil du auch ein Arbeiter bist. Und weil der Mensch ein Mensch ist, drum braucht er auch noch Kleider und Schuh. Es macht ihn ein Geschwätz nicht warm und auch kein Trommeln dazu. Drum links, zwei, drei, wo der Platzgenosse ist. Reih dich ein in die Arbeitereinheitsfront, weil du auch ein Arbeiter bist. Und weil der Mensch ein Mensch ist, drum hat er Stiefel im Gesicht nicht gern. Er will unter sich keinen Sklaven sehen und über sich keinen Herrn.